Lohnt sich ein Stimmcoaching, ein Stimmtraining, eine Begleitung, die dich näher zu deiner Stimme bringt für dich? Warum solltest du das tun? Vielleicht ist es so, dass du schon länger immer wieder diesen Impuls hast und das Gefühl, du solltest dich deiner Stimme zuwenden. Du möchtest in Kontakt kommen mit deiner Stimme, du möchtest herausfinden, was da noch alles möglich ist. Und irgendwie ist da auch so eine Intuition da, dass deine Stimme dich näher zu deiner Seele bringen kann. Deine Stimme ist natürlich auch dein akustisches Aushängeschild. Und vielleicht auch gerade deswegen sind da immer wieder Ängste und Zweifel da, dass du dich wirklich intensiv damit auseinandersetzen möchtest. Denn es ist etwas so Intimes und irgendwie weißt du ja nicht, was dich da wirklich erwartet, was da für Gefühle dabei hochkommen könnten. In was für, ja, Auseinandersetzung mit dir selbst es dich bringen könnte. Und da ist dann auch eine gewisse Skepsis in dir. Kann ich gut nachvollziehen. Das ist immer so, wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen und unsere Komfortzone verlassen wollen. Und weißt du, unser Verstand ist dann wirklich richtig, richtig gut darin, uns von den Dingen, genau von den Dingen abzuhalten, die uns weiterbringen würden, die uns näher zu uns selbst bringen würden. Unser Verstand liebt es natürlich, wenn wir klein bleiben, weil dann hat er wirklich was zu sagen. Dann hat er die Oberhand, dann kann er uns weiterhin mit seinen Ängsten, mit seinen Zweifeln einfach zutexten, um es mal ein bisschen plump zu sagen. Und wir bleiben in dieser Gedankenschlaufe, in diesem Hamsterrad hängen, dass wir uns nicht empowern, sondern weiter in diesem Kleinhalten, Kleinspielen bleiben möchten. Und wenn du aber wirklich entscheidest, ich möchte jetzt in meine Größe kommen, dann gehört deine Stimme absolut dazu. Und genau in deine Kraft, weg von den Zweifeln, hin zu deiner Seelenstimme, also in einen tiefen Kontakt mit deiner Seelenstimme, was auch bedeutet, dass du immer besser die Impulse von deiner Seele hören kannst. Genau dahin kann dich ein Training, eine Begleitung zu deiner Stimme führen. Denn die Art und Weise, auf die ich zum Beispiel arbeite, da schauen wir wirklich auch diesen seelischen Aspekt an. Wir widmen uns ganz tief der Verbindung zwischen Psyche, Seele und Stimme. Was klingt alles mit? Was schwingt alles mit? Was wird hörbar, wenn deine Stimme klingt? Und was zeigt deine Stimme über dich? Und wenn du das liebevoll annimmst, dann können sich ganz, ganz viele Themen auflösen, ohne dass du an den Themen arbeitest, nur weil du an deiner Stimme gearbeitet hast. Und weißt du, du kannst jetzt wirklich ganz getrost die Zweifel und Ängste zur Seite legen, denn wir leben jetzt in einer Zeitqualität, die uns total darin unterstützt, in unsere Kraft zu kommen. Es ist so ein Geschenk, in dieser Zeit zu leben, in der wir gerade uns befinden und dass du und ich uns hier gerade begegnen. Du schaust mein Video an und ich darf dir sagen, es ist wirklich Zeit, dir zu erlauben, deiner Seelenstimme zu folgen und die nächsten Schritte zu gehen. Und wenn du dich nur zurückhältst, aus Angst einen Fehler zu machen, ja, dann lässt du wieder deinen Verstand die Oberhand behalten. Und selbst wenn du einen Fehler machst, dann kannst du daraus lernen. Und wenn du einfach bereit bist, zu scheitern und Fehler zu machen, dann geschieht Wachstum. Wenn du dich aber immer zurückhältst aus Angst vor den Fehlern, dann wirst du niemals lebendig werden. Dann bleibst du immer einfach nur stecken und womöglich auch noch im Schlamm stecken. Und das wollen wir ja beide nicht, oder? Also ich wünsche es dir auf keinen Fall. Ich möchte, dass du hochkommst, dass du ins Licht kommst, dass du erblühen lernst wie eine Lotusblüte. Es ist also jetzt Zeit, deinen Impulsen wirklich nachzugehen. Und wenn diese Idee von einer Begleitung zu deiner Seelenstimme, von einem Stimmtraining, einem Stimmcoaching dir schon immer mal wieder aufgeploppt ist in deinem Inneren, dann probier es doch jetzt einfach mal aus, den nächsten Schritt zu gehen. Weißt du, viele Menschen haben wirklich so einen unbewussten, unsichtbaren Knoten in ihrem Hals. Und lass uns doch einfach mal gemeinsam schauen, ob das tatsächlich bei dir auch so ist und wie ich dich da an die Hand nehmen könnte,
damit es sich auflösen darf, damit der Knoten einfach platzt und du frei bist. Trag dich gern über den Link in der Videobeschreibung jetzt ein für dein erstes Gespräch. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Ashika. So wie du bist, könnte es nicht besser sein. So wie du bist, so bist du wundervoll.